Der FSV Zwickau wurde heute am neuen Stadion von seinen Nachbarn begrüßt. Keine 200 Meter von der Spielstätte entfernt befindet sich das AWO-Kinderhaus Kuschelkiste. Die Kleinen haben für ihre neuen Nachbarn extra ein Willkommensschild gebastelt. Die Spannung stieg. Die Kinder waren mit ihren Erziehern pünktlich auf der Wiese gegenüber dem Stadion eingetroffen und warteten darauf, das Schild feierlich zu enthüllen. Für ein paar tolle Erinnerungsfotos wurde es extra nochmal abgeschraubt, damit man auch wirklich das Stadion im Hintergrund sieht. Von der FSV-Mannschaft war leider noch nichts zu sehen. Die Spieler hatten den Termin eine Stunde später im Kalender stehen. Egal, die Tafel wurde für die Kinder enthüllt, denn sie sollten ja auch nicht allzu lange in der prallen Sonne stehen. Doch gestört hat die ungeplante Programmänderung keinen. Was zählt, ist ja die gute Idee. Also die Idee ist sehr spontan und kurzfristig letzte Woche entstanden, dieses Schild zu basteln und aufzustellen. Die hat was damit zu tun, dass wir sozusagen den Bauverlauf als unmittelbare Nachbarn im Stadion ja nun schon über viele Monate miterleben. Und für Kinder und auch für uns, die wir hier arbeiten, ist es natürlich immer spannend, mit den vielen Baggern und mit den vielen Maschinen, die hier arbeiten, zu verfolgen, wie aus einer Vision sozusagen Wirklichkeit wird. Ja? Und daraus ist letztlich eine spontane Idee entstanden, weil Nachbarschaft sollte man pflegen. Das ist ein Grundsatz. Mit Nachbarn sollte man gut auskommen. Da sollte man so sagen, unsere Kinder möglichst befreundet sein, die man zum Abendessen einladen oder zum Frühstück. Und so ist diese Idee entstanden. Die Kleinsten aus der Kuschelkiste werden sicherlich noch nicht selbst ins Stadion gehen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und eines ist für den Leiter des Kinderhauses überhaupt keine Frage. Ich gehe davon aus, dass mindestens die Eltern Fußballfans sind und dass die Kinder in einem Alter sind, wo die natürlich sehr auf ihre Eltern gucken, also wo die sich dahingehend entwickeln. Und wenn die den FSV-Schal lang genug um den Hals tragen, werden die wahrscheinlich auch irgendwann ein guter FSV-Fan werden. Und dann kam die Mannschaft ja doch noch. Jetzt konnte die Tafel nochmal ganz offiziell enthüllt werden. FSV-Geschäftsführer Lars Schauer war begeistert von der Idee seiner kleinen Nachbarn. Ja, also das ist gelebte Nachbarschaft und da sind wir natürlich gern vorbeigekommen, die Kids zu begrüßen auch als unsere Nachbarn. Dann haben sie das wunderschöne Schild gemacht, drücken uns ihre Daumen. Insofern alles gut, eine schöne Aktion. So ganz mit leeren Händen war die Mannschaft aber nicht zu dem Termin erschienen. Wie heißt es doch so schön, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ja, wir haben ein paar Kleinigkeiten aus unserem Fanshop für die Kinder mitgebracht. Trinkflaschen, Schlüsselanhänger, also ein paar Sachen für die Kids hier zum Spielen. Viel Zeit hatten die Fußballer nicht. Trainer Thorsten Ziegner trieb seine Jungs an, denn sie mussten zum Training. Immerhin sind es nur noch 3 Tage bis zum großen Spiel gegen den HSV. Die Stimmung ist gut. Die Mannschaft ist gestern ins Stadion eingezogen, hat auch ihre Räumlichkeiten bezogen, Kabinen, Mannschaftsbereich etc. Jetzt wird trainiert bis Montag noch in einer ordentlichen Dosis und dann geht's Montagabend los. Endlich. Anstoß ist am Montag 18.30 Uhr. So wie es aussieht, dürfte wohl uns Uwe, das HSV-Urgestein Uwe Seeler, wohl nicht zum DFB-Pokalspiel nach Zwickau kommen. Aber vielleicht ändert er ja seine Meinung bis dahin noch.